Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind in den Ruinen. In den Volkihar-Ruinen. So rum ist es richtig. Ich wollte gerade sagen, in den Ruinen der Volkihar-Burg, aber in den Volkihar-Ruinen. Ja. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Ach, guck mal an. Wer hätte das gedacht? Tod. Wer ist da? Tod. Irgendwo da hinten. Nicht tot. Immer noch nicht tot. Und tot. Und tot. Serana, immer schön hinter mir bleiben. Papa macht das. Okay, ich glaube, Serana pickt sich auch immer die stärksten Skelette raus. Habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest die vermeintlich stärksten. Sie sehen zumindest stark aus. Ich glaube, da es alles normale Skelette sind, ist es hier sowieso gerade vollkommen egal, welches sie sich dort organisiert hätte. Gut, du noch. Ein Edelstein. Nö. Dann mal die Treppe hoch. Und Lautlosigkeit. Ich habe rechtzeitig dran gedacht. Gut. Du stehst ja mal sowas von auf. Du mächtiger Gargoyle. Nein? Doch. Du musst aufstehen. Hinter dir ist ein... eine Kette. Du stehst nicht auf? Du kriegst ja gar nichts auf die Kette, Mann. Gut, dann gucken wir aber erst nochmal hier raus. Ach, natürlich, Blumenkübel. Die braucht man hier unbedingt. Serana. Willst du mich verarschen? Weg da, danke. Wo ist hier jetzt? Woher seid ihr gekommen? Ja, woher eigentlich? Wie er Serana angeht. So. Schicht im Schacht hier. Das Skelett, hast du überhaupt irgendwas gemacht, du beschworener Typi? Edelstein, Grundumbarren und einen Stahlbolzen kriegen wir zurück. Oh mein, ne, aua. Den habe ich ins Schienbein getroffen und natürlich getötet dadurch. Ist vollkommen klar. Und offenbar ist hier auch was aufgegangen. Also da, wo wir eben gerade das Skelett getötet haben. Jetzt will ich aber nochmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Was ist das? Ein Hahn. Kikiriki. Nee, eher ein Wasserhahn. Hier ist noch eine Zugkette. Ach so. Die schließt das Gitter wieder. Ist natürlich klar. Boah, das sieht ja auch ziemlich nice aus mit diesem Staublichteffekt. Ja, nett. Nett. Hallöchen. Edelstein und... Mann, oh, keiner gibt uns Bolzen zurück. Wir haben... Autsch. Ich wusste es. Autsch. Boah, Serana. Uncool. Wir verbessern halt immer noch das Schleichen, weil wir halt immer noch nicht hundertprozentig entdeckt sind.
Machen aber nicht mehr den dreifachen Schaden, weil den machen wir, glaube ich, tatsächlich nur... Nur wenn wir... Jetzt muss ich wieder aus dem Schleichmodus raus. Waffe wegstecken. Das ist nämlich der Bug. Das ist der Bug. Wenn ich im Schleichmodus bin, ist es manchmal so, dass man dann immer schleicht. Und dass man da nicht mehr rauskommt. Da muss man... Sorry, jetzt habe ich mich gemutet. Da muss man einmal die Waffe wegstecken. Und dann läuft das wieder. Habe ich in einer der letzten Folgen glücklicherweise festgestellt. Hier ist eine Tür, die schließen wir auf. Nee. Nee. Ne? Ah, fast. Ein Stück nach da. Jawohl. Jetzt geht's hier weiter und hier lang und überhaupt. Ach man, da aktiviert man mal eine Zugkette. Boah. Wer ist da? Richtig mieser Schuss. Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das hätten wir geschafft. Ach so, schon getötet. Woher seid ihr gekommen? Hier wird's jetzt, glaube ich, ein bisschen ruppiger. Serana, wir haben doch gar nichts geschafft. Guck mal hinter dich. Dreht sich um, das hätten wir geschafft. Und drei Skelette rennen auf sie zu. Geht's denn? So. Ja, ja, ging ja doch ganz gut, ne? Wahrscheinlich wären wir hier rum. Oder hier hoch, einfach hinten rum in den Raum gekommen. Irgendwie. Oder aus einer ganz anderen Richtung. Deswegen gucke ich erstmal, wo es hier lang geht. Speichern könnte ich mal. Wir sind durch... Oh, da hängt was... Oh, alter Schwede. Waffenkeller. Nicht schlecht. Altes Nordschwert. Alte Nordstreitaxt. Vulkanglasbogen der Schneestürme. Haben will. Ja, diese ganzen alten Sachen. Nö, wir nehmen das Verzauberte mal mit. Ebenerzstreitaxt des Schreckens. Pack ich mal ein. Was sagt denn bitte die Traglast? Die sagt... Oh, sagt die. Ich hab's genau gehört, wie sie O gesagt hat. Was macht denn hier das Schneesturmding? Das Tier erleidet 25 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Ja, nee, ist jetzt nicht so pralle. Aber man könnte es ja mal verkaufen. Tränke. Ausdauer, Steigerung Traglast, Ausdauer, 75er Gesundheitstrank. Dankeschön. Oh, hier ist jetzt das Skelett zusammengeklappt, glaube ich, das Beschworene. Und hat nichts für uns dabei. Menu. So, jetzt hier mal die Zugkette. Wo sind wir jetzt? Ich bin without any Orientierung hier. So, ja, ach Gott, gut. Jetzt sind wir auf der Brücke. Da unten haben wir rumgeballert, wie doof. Das heißt, wir sind irgendwie doch auf dem richtigen Weg. Ich glaube auf der anderen... Oder ich denke, hier auf der anderen Seite geht es jetzt gleich in den Raum runter. Oder auch nicht. Okay, und hier hoch. Ziemlich verwirrend hier alles. Hier sind wir aber jetzt auf dem richtigen Weg, ne? Befürchte ich ja fast. Was heißt befürchte ich, aber... Okay. Keine Ahnung, ob wir jetzt in den Raum von hier aus nochmal reinkommen oder ob ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen muss, um mich in dem Raum umzuschauen. Sieht ja irgendwie nicht so aus, als würden wir wieder zurückkommen. Nee, es geht eher noch weiter nach oben. Na gut, dann gucken wir uns aber trotzdem mal um. Zu viel Zeit muss sein. Eine Truhe mit Gold. Dup, 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 dup. Wobei, hier geht es ja auch nochmal eine Treppe hoch, ne?
Ach nee, Quatsch, da sind wir hergekommen, alles klar. Kann ich hier einfach runterspringen? Woll. Warum sollte ich es auch nicht können? Wir sind hier in Skyrim. Natürlich kann ich da überall runterspringen. Skelett! Knochenmehl, wuhu! Und du? Oh, gibst uns immerhin Stahlbolzen wieder. Du schimmerst so. Ich glaube, das ist ein Skelett, was Serana gerade beschwören wollte. Oder so. Und ich hab's abgeknallt. Wo kommst du denn jetzt her? Bist du hinten rum? Bist du andersrum gegangen? Ah, Truhe. Gold, Heilung, Rolle der Harmonie. Ja, die brauchen wir hier. Die fange ich gleich an, die auszuklappen und zu sprechen. Auszurollen. So ist es richtig. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ah. Okay. Ja, haben wir jetzt in dem Raum auch nichts Weltbewegendes verpasst, ne? Halt einfach nur einen anderen Weg, um hier hochzukommen, letztlich. Hätten wir jetzt gar nicht zwingend zurücklatschen müssen. Warum auch immer ich plötzlich so schnell war. Also. Irgendwas ist hier gerade wieder komisch. So. Hallo? Irgendjemand da? Na, so eine große Tür. Ich speichere lieber mal ab. Besser ist das. Komm. Wobei, du bist in Stein gemeißelt. Du stehst nicht auf. Komm, irgendeiner steht auf. Ich weiß nicht, ob die auch aufstehen, wenn ich sie einfach anschieße. Offenbar nicht. Hier steht gar nicht auf. Ich muss speichern. Sehr gut. Nicht gut. Nicht gut. Alter, wo schieße ich denn nur hin? Stirb halt. Oh, Gargoyle-Wächter. Bisschen was Heftigeres. Oh, jetzt habe ich ihm das Auge weggeschossen. Entschuldigung. Woher seid ihr gekommen? Das hätten wir geschafft. Oh, einen Gargoyle hat sie beschworen. Wie nett. Jetzt stehst du bestimmt auf. Hallo. Nee, tust du nicht. Gut, den Raum hätten wir ganz gut hingekriegt. Amethyst, Amethyst, Quecksilber, Stahlbolzen. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Meinst du nicht? Gibt es hier noch eine Art Geheimgang? Ja. Gut, sie hat jetzt hier nur den Gargoyle beschworen, nicht den Gargoyle-Wächter. Ach nee, wir haben ja gegen den Gargoyle-Wächter gekämpft, als sie den beschworen hat, glaube ich. Da oben liegt irgendwas. Da oben liegt irgendwas? Da oben liegt... Rolle des Schutzgeistes. Sonst ist hier nichts. Und sie glaubt nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Aber hier ist irgendwas. Königliche Vampirrüstung. Her damit. Feine Kleidung brauchen wir nicht. Schlafen. Ich kann in einem Sarg schlafen. Ich bin aber gar kein Vampir. Dennoch hat es Stil. Muss ich ja mal sagen. Ich befürchte auch, dass hier nicht... Dass hier eigentlich gar nicht anders weitergeht. Da ist noch eine Leiter. Ja, dass hier gar nicht anders weiterzugehen scheint. Glaube ich ja irgendwie fast, dass wir das machen müssen. Ich speichere mal ab und mach das einfach mal. Nö. Ich speichere ab. Ah doch, wir machen das jetzt noch. Komm, wir machen das jetzt noch. Nee, ich kann hier nur ganz normal ruhen. Ich probiere das mal eine Stunde. Hat aber jetzt auch keinen Effekt, ne? Kann ich dir? Tut das weh? Weißt du, ich ziele auf die Kronjuwelen und er schießt ihm in den Unterarm. Feuerholz nehmen. Nee, das wiegt zu viel. Keine Lust auf Stahlholz.
Tja, na gut, beim nächsten Mal würde ich sagen, suchen wir hier weiter, wo es lang geht. Und ja, bisher sage ich danke fürs Zuschauen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.